Machen wir jetzt anders. So. Ganes Star vor Liebe, Konfusstrahl. Natürlich wieder auf Migania. Yes. Beziehungsweise es war mir schon klar, dass es auf Migania geht, sagen wir es mal so. Weil wenn ich Psyana nämlich habe, soll Psyana nämlich einmal mit auf Milotic draufgehen können. Dann Star vor Liebe, Blizzard. Hin. Ah! Ja Mensch, ein bisschen Glück muss man jetzt nochmal haben, ne? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass tatsächlich sogar beide meine Pokémon oder beide meine Pokémon da irgendwas machen können. Beziehungsweise ein Blizzard abwehren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nochmal ein Blizzard. Wert ab. Okay. Ist okay, ist okay. Bisschen doof für Megania. Wegen den HP, wegen den EP. Aber jetzt haben wir erstmal Bubilla weg. So. Vielleicht ein bisschen EP noch. So. Einmal alles auf. Blizzard. Okay, jetzt geht's sogar auf beide. Eine Hoffnung. Okay, Nachtara, das ist schon mal gut. Bei Nachtara zieht es nicht ganz so viel ab. Und Migania wehrt die Attacke sogar ab. Ich will ganz kurz mal was gucken. Kann ich das nachgucken? Nicht. 60, 70, 60. Okay. Das heißt, Biss und Finte sind gleich stark. Geheimpower ist dann jetzt auf jeden Fall erstmal die Lösung. Und warum setze ich Body Slam ein oder will Body Slam einsetzen? Weil es einfach egal ist. Weil Rasierblatt ist jetzt nicht so das. Also ja, wäre das, was man eigentlich haben könnte. An Effektivität, aber es zieht ja nicht wirklich viel ab. Und was Body Slam jetzt abziehen würde, ich habe keine Ahnung. Es darf ja kein Body Slam einsetzen. Ach, oh, hey. Muss nur meckern. Auch nicht wirklich viel mehr ab. Ja. Ein Power von Nachtara. Ich glaube aber, dass Biss, glaube ich, ein bisschen mehr abgezogen hat. Ah, Nachtara. Problem. Ja, Bigani macht so Tschüssikowski jetzt. Außer es wird ab. Gut. Nehmen wir ein Rasierblatt. Ob das vielleicht ein bisschen mehr abzieht als noch Body Slam. Gut, mit Volltreffer auf jeden Fall. Und wir haben's. Das heißt, auch die Venus ist Geschichte. Und 1000 Punkte ist natürlich nicht schlecht. Nach Tara auf 47 Kreis. Wieso bitte Kreideschrei? Das ist die schmutzigste Attacke, die man haben kann. Nein, will ich nicht. Hau ab damit. Und Migania ist auf 48. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Hui, was soll das denn? Wer denn das? So, 4800 Pokédollar noch oben drauf. Eine weitere Niederlage? Das ertrage ich nicht. Hier, nehmt das. Dafür erzähle ich. Erzählt ihr niemanden, das, was hier passiert ist. Verstanden? Ja, ja vielleicht. Blaue ID. Und ich vergesse ganz einfach, dass wir hier gekämpft haben. Gohoho. Ja. Sehr weiblich doch. Gohoho. Ja. So. Das bedeutet für uns, wir verzwischen uns einmal zurück zum Speichern. Und einmal zum Gelöt. Nein. Fuck. Glaube ich. Komm mich zurück. Das wäre fast nach hinten losgegangen. Wir müssen ja hier runter.
Das wäre gerade fast nach hinten losgegangen. Hier müssen wir rüber. Weil das war nämlich gerade die Hauptkuppel. Nach oben, glaube ich, geht es nachher zu den Big Big Bossen. Man hat nämlich gerade auch schon die Farbkombination gesehen. Das sind halt die ganzen IDs, die ich brauche. Und da waren 4 Stück und 3 haben wir erst. Das heißt, einen haben wir noch. Vor uns, den wir besiegen müssen. So, zack. Na komm. Gib mal her das Ding, weil ich ihn kann. So, Spielstand wird gespeichert. 20 Minuten, als ob. Zack. So, hoppsa. Hoch. Jetzt müssen wir hier rüber. Bomba Venus. Jetzt sind wir in so einer Haupthalle. Hier sieht man halt genau die Dinge. Wir haben blau, rot, grün. Jo. Ja, genau, die gelbe. Und die gelbe kriegen wir jetzt hier. So, Pokémon, welche hatte ich denn vorne? Kann man eigentlich fast so lassen, hoffe ich zumindest. Ja, komm, probieren wir es einfach mal. In der Hoffnung, dass es so passt. Na, guck mal. Da ist der letzte. Wuppa, so. Das ist ja das junge Glück. Hand in Hand kommt das hier einfach hereinspaziert. Aber denkt nicht, wir veranstalten hier ein Picknick. Und denkt nicht, ich bin der nette Parkwächter. Nö. So, der gute Krypto-Vorsitzende Kulpa, das ist Nummer 4 im ganzen Bund, ne? Rizeros. Und X. Ja, gut. Hat ein Entei auf jeden Fall nicht großartig was zu sagen gegen. Rizeros. Wahrscheinlich. Schild. Okay. X-Bad Toxin, okay, wo kannst du sagen. X-Bad sowieso ein sehr, sehr schnelles Pokémon vom Map. Auf jeden Fall, ich glaube noch mindestens 2 Kämpfe, um halt Entei aus dem Dingens hier rauszuziehen. Aus dem vorletzten Balken. Sianna wäre hier natürlich ein bisschen besser gewesen, da wäre X-Bad wahrscheinlich schon tot gewesen durch Psychokinese. Aber gut. Was fliegt. Bisschen unlucky. Ja, da wäre halt Suicune oder Meganium besser. Nach hinten los. Aufler. Dann machen wir ganz einfach Kryptoschlag auf X-Bad und Psystrahl auf X-Bad. X-Bad ist ja so das erste Pokémon, das jetzt einfach hier angreifen tut. Schlag. Und durch die, durch den Psy-Strahl von Traumfugil ist X-Bad jetzt auf jeden Fall schon mal geschichtet. Das ist nicht schlecht. Tatsächlich sehr, sehr gut. Ich kann mir auch gut, ganz gut vorstellen, dass einfach Megane gleich Rizeros trotz Rasierblatt einfach so gefühlt keinen Schaden macht. Voltenso. Als Ersatz für Raikou. Ja, gut. Ich würde aber trotzdem Meganie haben wollen. Denke mal. Hundertprozentig hat sein Rizeros Erdbeben. Ich glaube aber... Als ob beide Schutz... Ja, ist okay. Stützen beide Schutzschild ein, ist okay. Schütze sich selbst, bla bla. Ich habe jetzt gedacht, dass das halt so eine Erdbeben-Schutzschild-Kombination wird. Warum kann ein Elektro-Pokémon eine Giftattacke?
Es ist immer auch sehr, sehr... Naja. Immer noch ein bisschen komisch. Aber gut. Habe ich nicht mitgerechnet? Das hat auch nochmal relativ gut gesessen, tatsächlich. Voltenso. 45 bei Traunfugil. Migane bleibt ja auf 48. Philippa ist jetzt auch nicht so das schwierigere Pokémon. Bedeutet für uns, Migane kann immer noch weiter vorne bleiben. Auch nochmal ein starker Spukball von Traunfugil gegen Voltenso. Wir bleiben auf Rasierblatt. Wir bleiben... Nein! Fuck, egal. Dann kicken wir, wenn es funktioniert, erstmal Pilipe raus. Ich habe nämlich den Spukball auf Pilipe gesetzt. Aber gut. Unlucky. Regentanz, ist okay. Voltenso, mal gucken, was Voltenso jetzt so macht. Voltenso hat gar nichts gemacht. So, Spukball auf Voltenso. Bonner. Okay. Starkes Stück gegen Traumfugier. Super ist paralysiert. Trotzdem, der Spukball gegen Voltenso ist aber immer gut effektiv. Und Pelipper kann nicht angreifen. Sehr, sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, hervorragend, aber Traumfugier wird rausgenommen. Schade. Sicher, sicher. Ich möchte meine anderen beiden Pokémon noch mal ein bisschen in Petto zurückhalten. Suikun! Slam und Krypto-Schlag auf Voltenso. Donner. Ja, gut. Auch ein bisschen dumm, Suikun zu nehmen, egal. Das war ein definitiver Satz mit X, aber hey, das Herz ist nochmal ein gutes Schritt weit aufgegangen. Auch wenn es dumm war. Ich hab halt so 0-3 gerade dran gedacht. Body Slam. Ja. Überlebt es natürlich. Toxin. Also dieses Toxin ist halt schon echt ekelhaft. Ich hoffe mal, dass der Kulpa kein Supertrank einsetzt. Diese. Und das hat er nicht gemacht, ansonsten wäre es jetzt am Rundenanfang so. Weil dann sind nämlich jetzt beide Pokémon tot. Plus, das nachfolgende Pokémon erleidet schon Schaden, weil ich ja jetzt Rasierblatt eingesetzt habe. Ich wollte Voltenso nämlich auch ein bisschen Schaden dadurch und es ist Sami. Kann sein, dass Sami jetzt auch komplett RIP ist durch ihr Rasierblatt, das werden wir gleich sehen. Lieber auf jeden Fall, das bisschen reicht auf jeden Fall aus. Das soll einen Schaden machen. Sami, okay. Reicht zwar nicht, um ihn irgendwie halt zu halbieren von den Dingen her, aber gut. Ist trotzdem ganz okay. So, Migania. Ja, Rasierblatt. Glukinese. Hydropumpe. Wahrscheinlich eher auf Ziana. Ja. Macht halt mehr Sinn als auf Migania. Okay. Vor allem die Attacke ist nicht effektiv. Es ist so dumm. Diese Attacke ist nicht sehr effektiv, machen aber mehr Schaden mit Psychokinese gegen Stami als eine effektive Attacke von Migane. Und Migane ist halt ein Level höher als Psyana. Muss man nicht verstehen, ist okay.